An was denkst du? An Kolumbien natürlich. Ist ja schließlich ein spannendes und aufregendes Land. Sobald das Projekt läuft, sehen wir uns alles an. Diese Herausforderung habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, klar. Hast du noch ein wenig schlafen können? Was? Du bist die ganze Nacht aufgewesen. Ach so, ja. Geht schon wieder. Muss wohl am Wetter liegen. Wir haben gerade über die Reisevorbereitungen unserer Weltenbummler gesprochen. Weltenbummler, wie sich das anhört. Schließlich arbeiten wir an Kolumbien. Und was unsere Vorbereitung angeht, hat sich Silke als wahres Organisationstalent erwiesen. Das freut mich für euch beide. Trotzdem, da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Ja, wäre es mir lieber, ihr würdet hierbleiben. Das ist echt blöde. Aber wir sind doch nicht aus der Welt. Und wenn ich Urlaub habe, dann kommst du mich einfach besuchen. Und dann machen wir Bogotá unsicher. Wichtig ist, dass wir das durchziehen. Wir sind ja nicht zu unserem Vergnügen. Ja, es ist immer gut, etwas zu tun, das man sich vorgenommen hat. Hast du nach dem Essen 5 Minuten für mich? Ja. Ich lauf doch nicht vor dir weg. Ich nehme bloß eine große Chance wahr. Und dass ich dich neulich so angeblöckt habe, das tut mir echt leid. Dann hat dein Trip wirklich nichts damit zu tun? Sieh mal, seit ich wieder auf Königsbrunn bin, sind dir Sachen passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Was denn? Dir das zu erklären, das würde jetzt zu weit führen. Ja, ich habe Zeit. Eins ist auf jeden Fall mal klar. Ich muss mit ein paar Sachen aus meiner Vergangenheit einfach ins Reine kommen. Und genau dafür ist der Trip nach Kolumbien mit Silke genau das Richtige. Eine Suite. Ja, gerne eine Außenkabine. Okay, rufen Sie mich dann an, wenn Sie ein Angebot haben. Gut, danke. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist wirklich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für Ihren Mann. Ja, ich hoffe, es wird ihm gefallen. Was gibt es Schöneres, als gemeinsam übers Meer zu fahren, an den schönsten Plätzen Europas an Land gehen, abends auf einer Plaza zu essen? Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ja, aber Ihnen dürfte es ja genauso gehen, wenn Sie mit Leonard nach Kolumbien fliegen. Nicht ganz. Immerhin wartet dort eine ganze Menge Arbeit auf uns. Zum Glück sind Sie ja zu zweit. Vor ein paar Wochen hätte ich das nie für möglich gehalten, mit Leonard zusammen zu leben und zu arbeiten. Für mich wird er mit ein Traum wahr. Ja, nur 6 Monate können sehr lang werden. Ich sehe diese Zeit als Test. Wenn wir uns nach 6 Monaten immer noch genauso gut verstehen, gehen wir vielleicht gemeinsam zurück nach Chicago. Leo. Ich freue mich. Bis nachher. Er kommt etwas später aus der Klinik. Aber das mit Chicago ist noch Zukunftsmusik. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Kolumbien. Dort zusammen zu sein und zu arbeiten, das wird uns sicher gut tun. Hallo. Hast du Silke gesehen? Ich glaube, sie wartet oben in deinem Zimmer auf dich. Danke. Bist du dir eigentlich sicher, dass du ihr nichts vormachst? Wem, Silke? Ja, ihr verreist zusammen, sie macht schon Pläne für die Zukunft. Mich interessiert einfach, wie du darüber denkst. Es geht dich nichts an. Gestern wolltest du noch meine Meinung zu euren Plänen wissen. Und jetzt frage ich mich, ob du Silke genauso liebst, wie sie dich. Gestern wolltest du, dass ich eine Entscheidung treffe. So habe ich das nicht gemeint. Ich wollte deinen Rat, weil ich mir unsicher war. So eine Reise ist schließlich ein großes Versprechen an den Partner. Ja, und? Ja, und dann hast du gesagt, dass ich auf deine Gefühle keine Rücksicht nehmen soll. Und damit hast du recht gehabt. Falls du glaubst, dass ich versucht habe, dir deinen Entschluss auszureden. Das glaube ich nicht. Und es ist doch nicht so, dass ich deine Beziehung zu Silke in Frage stellen wollte. Schön, dann sind wir uns ja einig. Ich will nur, dass wir halbwegs normal miteinander umgehen, aber falls dir nichts daran liegt. Normal.
Wir. Ja, deshalb ist es auch das Natürlichste von der Welt, dass ich mich für Fragen interessiere, die deine Freundin betreffen. Wie kommst du eigentlich darauf, dass wir beide jemals wieder normal miteinander umgehen können? Haben wir denn eine andere Wahl? Nein, dafür ist zu viel passiert. Ja. Und das lässt sich auch nicht wieder rückgängig machen. Aber im Grunde ist es auch egal. Denn es wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Warum sagst du sowas? Weil die Reise nach Kolumbien bloß der Anfang ist. Der Anfang von was? Ich denke ernsthaft darüber nach, in 6 Monaten nicht wieder hierher zurückzukehren, sondern wieder nach Chicago zu gehen. Dann willst du den Kontakt wirklich ganz abbrechen? Ja. Jetzt hast du es endlich kapiert. Ja.